Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Elden Ring und heute geht es mal darum, was ihr kommentiert habt auf dem letzten DLC-Video von mir. Da hatte ich euch ja drei Vorschläge gemacht, was für DLCs denn kommen könnten. Wir hatten einmal diese die Wolke hier in der Mitte. Ich zeige euch das einmal. Einmal die Wolke hier in der Mitte hatten wir als Thema. Dann hatten wir das Ganze rund um Kokon des Himmlischen, das Ei von Mikella und die genau und die Kolosseen, dass da eventuell ein DLC kommt. Und ich habe euch gefragt, was ihr für Ideen hättet. Und oh Junge, ihr hattet echt ein paar richtig geile Ideen, auch Sachen, die ich gar nicht auf dem Schirm hatte. Zum Beispiel von dem guten Thjofsson. In Caelid gibt es beim Bestienkleriker ganz unten einen Fahrstuhl, der aktuell nicht funktioniert. Ich hatte euch vor ein paar Monaten schon gezeigt, hier beim Bestienkleriker, wenn man hier rausgeht rechts, konnte man ja ein kleines Stückchen runter und da gibt es dann eine neue Waffe. Die wurde auch erst mit einem 1.1 oder 1.2 Update reingebracht. Und wenn man hier runterspringt, konnte man diese Waffe finden. Und der Thjofsson sagt, hier unten würde es also auch noch einen Fahrstuhl geben. Das werde ich mir mal anschauen. Ich werde mal hier runterspringen und mir die Sache genau angucken. Ihr wisst ja, wie sehr ich Jump'n'Run liebe in Souls Games. Also sehen wir uns dann, wenn ich ganz unten bin. Ich hoffe, ohne Tod. Hier wäre jetzt also die Waffe, die geheime Waffe, wenn man ganz nach unten geht. Zinqueda oder so heißt die. Und dann soll es noch einen Fahrstuhl geben. Ich weiß aber nicht, ob er weiter unten meint oder hier auf der Höhe. Hier ist auf jeden Fall ein Gegner. Können wir mal wegmachen. Hier ist noch ein Item, genau. Ein Ring, glaube ich. Genau, Drachentalisman. Ah, Ring. Ich bin hier. Ich bin schon wieder im Dark Souls-Fieber. Ich spiele ja gerade das Dark Souls 2-Game. Ja, hier soll es irgendwo ein Fahrstuhl geben. Ich gehe mal auf die andere Seite. Vielleicht müssen wir noch eine Etage tiefer. Aber kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Er meint ja ganz unten. Also das ist auf jeden Fall die unterste Stelle, wo es das Schwert gibt. Ich gucke jetzt noch mal einmal drumherum, ob auf der anderen Seite vielleicht dieser Fahrstuhl ist. Oder meint er das hier? Meint er dieses Rondell hier ist der Fahrstuhl? Meint er vielleicht das hier? Ich gucke noch mal eben rechts. Also rechts war jetzt nichts. Also ich denke mal, er meint hier diesen Fahrstuhl mit der Waffe. Ja, wo könnte der denn hinführen? Der könnte theoretisch ganz nach unten. Gucken wir auf der Karte. Hier ist im Untergrund wäre hier Wasser. Oder? Ja, hier ist Wasser. Aber stimmt, hier ist ja noch, hier ist grau. Und mit in der Karte drin. Ne, wenn man sich das hier mal anguckt, man hat ja hier dieses große Gebiet. Und hier, das ist so ausgegraut, wo man nicht hinkommt. Wenn man sich das hier als Vergleich anguckt, hier gibt es nirgendwo so richtig grau. Nee, nee. Und hier auch, würde ich sagen. Hier rechts so. Oh, ein riesiges Gebiet. Drumherum. Also hier könnte noch ganz viel sein. Und hier ansonsten, stimmt, das Gebiet hier ist so ein bisschen schwarz. Es passt aber nicht ganz mit dem Aufzug. Lasst mal gerne eure Meinung in den Kommentaren wissen. Aber geile Idee vom Thjofsson. Finde ich richtig nice. Als nächstes hat The Lizard Eagle gesagt, wie cool es wäre, mehr Infos über die zwei Aliengesichter, die unter dem ersten Schloss und das andere bei dem Baum, wo man gegen den Drachen kämpft, kriegen würde. Also ich kenne das Aliengesicht hier im Schloss Sturmschleier. Das gehen wir uns gleich auch nochmal genau angucken. Aber das nochmal ein Aliengesicht an irgendeinem Baum. Da müsst ihr mir in den Kommentaren nochmal sagen, wo es ist. Finde ich aber auch geil, weil doch, es gibt ein bisschen was da zu der Lore. Kriege ich die noch zusammen? Es ist auf jeden Fall irgendwas ganz Altes. Ich meine, vielleicht vertue ich mich auch übel damit, aber ich meine, dass die Lore doch hier so ist, dass diese Götter oder Halbgötter oder wie man sie auch nennt, mit einem Kometen auf die Erde gekommen ist. Und auf diesem Kometen gab es auch diese Alien, diese Tintenfischgesichter. Aber
Mit der Lore bin ich echt nicht so der Spezialist. Lass mich ja gerne mal in den Kommentaren ein bisschen mehr zur Lore wissen, falls ihr da Bescheid wisst. Ansonsten gibt es ja auch eine Million geile Lore-Videos. Ich würde jetzt hier mal eben. Ich habe keine. Gut, ich habe kein Schild ausgerüstet. Ich habe auch gar kein Schild mit. Oh, ich brauche kein Schild. Ich versuche mal eben zum Eling-Gesicht zu kommen. Und damit wir uns das nochmal angucken können. Ich glaube, davor ist auch noch ein Baumwächter. Es wird also auf jeden Fall witzig. Dann sehen wir uns gleich beim Eling-Gesicht, hoffe ich. Okay, Leute. Ich habe es gefunden. Ich bin auch die Abkürzung gegangen. Ich bin nicht den richtigen Weg gegangen, weil den kenne ich nicht mehr auswendig. Ich bin also von hinten rum rein. Und das ist das Eling-Gesicht, was er meinte. Das meinte er. Ja. Also, als ich das erste Mal gesehen habe im Playthrough, habe ich mir auch schon gedacht, das ist doch. Also, das ist immer ganz crazy für ein Souls-Teil. Da ist auch der scheiß Baumwächter. Ich gehe mal schnell Oder bleibt der da? Er bleibt da. Also das ist auf jeden Fall hier dieses Alien-Gesicht. Und es soll davon noch eins geben bei irgendeinem Baum. Keine Ahnung wo. Lasst mich wie gesagt in den Kommentaren wissen. Und dazu ein bisschen mehr. Ein mögliches DLC würde ich auf jeden Fall fühlen. Ja, warum nicht? Ich kann mir aber nicht vorstellen, wie man das da. Ja, vielleicht doch. Das ist ja. Doch. Es ist ja relativ versteckt hier im Schloss. Vielleicht gibt es irgendwo ein Item, dann kannst du hier das berühren und wirst irgendwo hingeportet. Das gibt es ja oft in den Souls-Teilen. Ne? Im ersten Dark Souls hat man da dieses komische Ding dahinter dem zehnköpfigen Drachen angefasst mit dem Talisman. Bei Dark Souls 3, glaube ich, muss man irgendwo runterspringen. Also doch, das könnte ich mir schon gut vorstellen. Finde ich ganz geil. Lass mal gerne in den Kommentaren wissen, was ihr dazu haltet. Was ihr davon haltet. Ja. Und der Lizard Eagle. Geile Idee. Der Markus hat geschrieben, ich halte es für wahrscheinlich, dass wir im DLC was mit Mikella zu tun haben. Wie genau es aussehen wird, weiß ich nicht. Und ich würde mir einen DLC zu den Ödlanden wünschen. Die müssen heftig sein, wenn Horalogs, oder wie der heißt, da gestorben ist. Und zu Rani. Okay, viele, viele Ideen. Rani. Finde ich zum Beispiel nicht. Rani ist eine relativ abgeschlossene Story. Horalux finde ich auch nicht. Aber Ödlande finde ich spannend. Ich weiß auch nicht genau, was die Ödlande sind. Wahrscheinlich setze ich mich hier voll ins Fettnäpfchen. Aber wenn das hier die Ödlanden sind, da wo Ra dann auch die ganze Zeit rumstreift. Hallo. Ja, wäre es auf jeden Fall eine geile Story. Ich habe auch gelesen online. Ich war nochmal in den Tiefen des Internets. Die Story wäre doch spannend, wie Radan früher war. Weil Radan wohl der einzige von diesen Göttern ist, der halt nicht komplett böse ist. Ich meine, die haben hier ein Fest für den veranstaltet, damit der einen guten Tod erleidet. Also so einen richtig prachtvollen Tod. Man weiß nicht, der hat irgendeinen Kometen oder so aufgehalten. Ich habe da auch nicht, wie gesagt, ich bin in der Lore nicht so ganz drin. Und ich habe mich einfach mal hier hingeportet, um zu schauen. Und ich meine, das gehört ja auch alles irgendwie auch im weiteren Sinne zu diesem Mikella-Ei-Gedöns. Und da hinten ist ein Schiff. Da hinten wäre ein Schiff. Ich laufe doch mal eben hin, ob es da vielleicht irgendwelche Hinweise gibt. Okay, also ich bin jetzt hier am Strand. Wir wissen, wir können nicht schwimmen in Souls Games. Hier geht's tief runter. Aber wieso sollte hier nicht einfach ein Portal erscheinen, was uns irgendwo hinbringt? Mit einem Geisterschiff oder so. Das wäre doch eine Idee. Die haben das hier halt alles komplett ausstaffiert, ne? Es wäre halt nur für den Kampf von Radan, das muss halt auch immer überlegen, wie viel Entwicklerarbeit ist das hier? Also ja, die haben verschiedene Techniken genommen, die Berge und so einfacher gestalten können. So ein Bausteinprinzip. Aber wieso werden hier außen solche Sachen platziert? Also hier, wo man eigentlich gar nicht hinkommt. Ich meine, okay, da hinten ist noch eine Gruft. Aber wer läuft denn am Strand entlang? Außer man will das Schiff vielleicht sehen. Manchmal gibt es ja auch so Entwicklernachrichten. Also ich erinnere da an den Demon's Souls Remaster.
Es war zwar nicht von From Software, aber da gab es natürlich auch einige Entwickler Nachrichten. Ja gut, ich sehe jetzt hier nichts mehr Spannendes, aber Ödlande Markus, geiler Call. Wieder die Frage an euch in den Kommentaren. Was könnte Markus damit meinen? Das Ganze mal ein bisschen mit Leben zu füllen. Okay, haben wir uns genug hier das Wasser angeguckt. Als nächstes gibt es jetzt noch eine kleine Theorie von mir. Ich bleibe hier auch ein bisschen am Wasser, dann hören wir ein bisschen das Wasser rauschen im Hintergrund. Noch ein paar Kleinigkeiten von mir, die ich noch im Internet gefunden habe. Und da ganz explizit auf Content, den die Modder im Code gefunden haben, der aber nicht im finalen Spiel ist. Und da haben wir ein paar Sachen. Zum Beispiel kann man bestimmten NPCs oder konnte man in dem Code bestimmten NPCs mit einem Traumbräu Geheimnisse entlocken. Also das nannte sich Capture Dream Mist. Ich blende mal hier ein Foto auch ein. Da liegt ein Wolf und dem kann man irgendwie Informationen entlocken. Es gab sowas, glaube ich, noch nicht. Ich habe gerade überlegt, aber das war ein anderes Game. Dass man vielleicht irgendwelche Attacken von denen lernt oder so vielleicht die Aschen bekommt. Als nächstes wurde rausgecuttet das Nomadenvolk. Das war wohl eine Questline ganz am Anfang von Kale. Das ist dieser Nomadenhändler ganz am Anfang in die Kirche Elle. Der sollte eine ganze Questreihe haben, wie er sein Nomadenvolk wiederfindet und dass man halt ein bisschen mehr von seiner Story lernt. Und genau, die nennen das hier große Karawane. Wäre bestimmt eine coole Questreihe gewesen. Kann ich mir für ein DLC nicht so vorstellen, aber das war auch drin. Dann gibt es ja dieses berühmte Coverfoto von Vaik. Und Vaik sollte wohl eine eigene Questreihe haben. Also nicht nur, dass wir den in diesem wahnsinnigen Dorf da als Invader haben, sondern er sollte eine richtige Questreihe haben. Und er sollte einem bei dem Bosskampf in Schloss Sturmschleier helfen. Das wurde alles komplett rausgestrichen. Die Hinweise darauf findet man in einem gestrichenen Dialog zwischen einem selber und dem Torwächter Gostok. Dann gibt es noch eine Kleinigkeit, es gibt noch viele Kleinigkeiten, aber eine interessante Kleinigkeit. Und zwar gibt es im Elden Ring ja keine expliziten Eide, wie wir das von Souls Games kennen. Aber im Code wurde gefunden, dass es ein Eid zu Mok gab. Das heißt, man konnte Mok ein Eid schwören, im fertigen Spiel natürlich nicht. Und das ist extrem interessant, weil wir haben ja diese ganze Story mit Mikellas Ei und das könnte eventuell zusammenhängen mit dem Eid von Mok. Ja, aber soweit war es das von meiner Seite aus. Lasst gerne noch mehr Ideen und Informationen von euch in den Kommentaren da und dann abonniert den Kanal, ganz wichtig. Ein Like auf dem Video lassen und bis zum nächsten Mal. Haut rein.